Heiliger Mensch. Oh, okay, gonna be interesting. So. Sometimes things just fall apart. Broken dreams on Boulevard. Mutant wechselt jede Runde zwischen ein paar Buffs, also. Oh, guck mal, wir haben Mutant. Wurde TFT-wise eigentlich irgendwas gepatcht? Ich wundere mich gerade, hä, wieso darf ich 3 Units reinstellen? Let's go! Guten Morgen. Na, Jaylee, willkommen zurück, ey. Grüß dich. Schön, dass Sie da sind. Und ich hoffe, es geht Ihnen gut. Noch ein Monat, dann ist anderthalb Jahr voll. Oh my lord. Kuss dich raus, Dankeschön, danke für den Support. Gib doch jetzt Silco, oder? In welcher Kategorie ist Silco denn? Was macht das Item von Six? Es sorgt einfach nur dafür, dass ich eine Unit mehr habe. Ja, aber Ranu, das auf jeden Fall. Also das ist jetzt ja mein allererster Merch. Und da muss ich jetzt halt mal gucken, wie es ankommt. Gerade weil es jetzt ja über Merchandise gemacht ist. Und das bedeutet, da ist noch ein bisschen auf, oh my lord, warte mal, auf Nachhaltigkeit und so geachtet. Wir haben hier schon eine Innovator kommen. Und dementsprechend der Preis ja auch teurer ist. Kann man da mal gucken. Orange ist actually die Farbe, die sich am schlechtesten verkauft, war Ahnung. Ich hatte auch Orange angefragt, aber das war die Antwort, die ich bekommen habe. Orange ist die Farbe, die sich am schlechtesten verkauft. Crazy, oder? Hätte ich nicht gedacht. Also sind Kutschis und Solas Hoodies von nicht ganz erwachsenen Händen genäht. Ja, was soll ich dazu sagen, so, ne? Ich will da nichts schlecht reden. Ja, dieser Free Dingsens ist schon broken. Ryan, grüß dich. Schön, dass du da bist. Hey, Duran, ich habe vielleicht neue Aufträge für dich. Ganz neue, ganz andere. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich muss es nochmal mit die besprechen. Mit Dennis. Und Janis, grüß dich auch. Schön, dass du da bist. Oh, ich bin noch ein bisschen müde, ne? Ich habe hier so einen Hallo-Wach-Keks. Okay, gut, ich fange nochmal an zu reden.
Ich will halt die eigentlich unterbringen, ne? Aber da habe ich eigentlich alles für Units hier auf dem Board. Kann ich verkaufen? Kann ich verkaufen? Kann ich verkaufen? Scrap Bodyguard habe ich noch rumliegen. Crossover, grüß dich. Heinz Menzel, schön, dass du auch da bist. Ich kaufe mir mal den Double Zack. Falls ich den nächste Runde auf 3 oder auf 2 bekommen sollte, wäre das schon super stark. Aber ich glaube, ich sollte jetzt eher in die Richtung Economy gehen. Ja, ich weiß auch nicht, ob Kimmel 2 besser ist. Da haben wir natürlich einen Zack, ne? Und ich brauche sogar das Item. Ich glaube, ich hole mir den einen. Oh. Das ist natürlich kriminell stark, so ein Level 2 Zack. In der jetzigen Runde. Habe halt absolut keine Synergies, aber... stimmt, Clockwork Buff hätte ich mit der Kimmel auch noch. Und dann mache ich vielleicht Kimmel und Zack. Boah, hier hätte ich sogar noch den Zack bekommen. Ey, ja, hier liegt ab, Bimbam, du. Joa, schlag mich doch am Zückerli. Joa, schlag mich doch am Zückerli. Ha, ich level jetzt nicht. Oder? Oder? Ich könnte so und dann für Winstreak gehen. Ah, komm. Man muss auch mal leveln, wenn man keinen Bock hat, sag ich immer, ne? Ja. Jetzt sollte ich Caitlyn natürlich wieder nach links packen. Ja. Okay. Ja, aber das sind alles Units, die ich spielen werde. Also bis auf den Ezreal so ein bisschen. Ja, wir spielen wieder die Innovator kommt, ne? Das ist der Plan. Aber ich sollte jetzt echt mal ein bisschen Economy hier aufbauen. Aber mit diesem Free Trade... Oh Gott. Oh, ist Heimerdinger... Ist Heimerdinger besser als Ezreal? Aber, also obviously, aber ein Level 2 Ezreal, ist der nicht vielleicht besser? Das ist hier die Frage, ne? Ich werde heute auf jeden Fall, wieder Ranked Tryharden, Leute. Das wird nämlich die letzte Uniliga-Season für mich wahrscheinlich. Und dementsprechend möchte ich nochmal voll aufdrehen. Warte mal, ich nehme die mal mit. Und ich könnte in der Theorie mit Heimerdinger und der habe ich nämlich Chemtech. Und Scholar. Aber dafür droppe ich zwei Einser-Juni. Sagt ihr, dass das hier ist besser? Wie findet ihr das, Chat? Könnt ihr bitte was dazu sagen? Ich kriege dadurch einen Buff extra. Actually zwei Buffs. Ich verliere Clockwork. Aber ich kriege dadurch Chemtech Scholar. Ohne Mutant, ohne mich. Ich verstehe die Kate nicht. True. So, jetzt haben wir auch noch Clockwork für alle. Ah, Caitlyn ist halt einfach stark mit der Ult. Die kriegt halt eigentlich immer einen Kill, so, ne?
Deswegen habe ich die drin. Welchen Rank hast du in TFT? Ich bin Hardstack Gold 2, Gold 1. Bro, bietest du auch Jungle Coaching an? Fehlt da? Ich selber nicht, aber ich habe eine Website, die das macht. Getgood.eu. Getgood Coaching. Ist der Coaching Service, der das macht. Den ich aufgebaut habe. Und da sind wir gerade an einer neuen Website dran. Aber du könntest in der Theorie auch schon jetzt bestellen. Na, was ist eigentlich für eine Sugar Daddy Musik hier gerade? Ja, ich habe die Chill Buckets angemacht. Und die sollten eigentlich ein bisschen gechillt sein. Mit wem machst du das? Ich mache das mit meinem Toplaner aus der Uniliga, mit Carmon. Auch Challenger-Spieler. Ist actually insane. Ich weiß gar nicht, ob es einen deutschen Coaching-Service gibt, der Double-Challenger-Spieler als Gründer hat. Ah, wie, also das werde ich... lol. Was ist denn das hier? Gain a Trundle. What the fuck? Das sehe ich ja das erste Mal. Ja, ich glaube, ich nehme Socialite hart, oder? Ich spiele gleich noch LOL, ja. Ja. Nach der Runde, actually, direkt. Ja. Nice, das ist eine schöne Winstreak gerade. Patch Notes noch nicht angesehen, ne. Oh, was haben die hier? Weak Spot und, ne, Dominance. Ja, der hat ein komplettes Drecksboard. Oder? Der gewinnt damit auch nicht. Ne. Aber es ist actually close. Oder closer, als ich gedacht habe. Hey, was haben wir? Wir haben noch actually noch super schlechte Items. Wir brauchen AP. AP und Träne. Wenn wir das nicht bekommen, brauchen wir AD. Arschgeile Nummer. Und wenn wir AD auch nicht bekommen, dann FFen wir, glaube ich, einfach. Ja, wir kriegen Titans Resolve, at least. Auf Jace. Ah, das ist ja schon... Oh, actually, die Ori, die spiele ich auch. Aber die verkaufe ich jetzt wieder. Unlucky, I guess. Sollte ich mal leveln, damit ich... Ja. Ultimate Spellbook hat jetzt auch Objective Bounties. Leute. Boom. So. Die Ori ist momentan... Actually sollte ich jetzt schon Titans auf sie packen, right? Die werde ich ja anyways verkaufen. René, grüß dich. Ja, auf dem GetGood-Twitter-Account haben wir geschaut, dass wir eigentlich nur Memes machen. Weil alles andere eigentlich uninteressant ist, aber... Ja, ist so eine Sache. Der Typ hat noch 100.
Gegen den werde ich jetzt nächstes spielen, actually. Und dann brauche ich hier was in der Backline. Gebe ich ihr schon Titans? Ja, mache ich einfach mal. Ist zwar kein krasses Item auf ihr. Oh no. Do we lose? Nah, we are. Okay, nice. Okay, let me see what we got here. Leider gar nichts. Scheiße. Ich brauche jetzt echt Items, ne? Das ist super wichtig. Also was wir haben wollen ist Morellus, Spear of Shojin und Archangel Stuff auf unserer alten Seraphine. Die fehlt uns natürlich auch noch komplett. Okay, das wäre natürlich Bramble West jetzt gewesen. Was natürlich ein bisschen besser gewesen wäre. Okay. Hey, ich habe immer noch nicht gegen den ersten Platz gespielt. Das ist so random. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus gerade. Oder? Oh. Die Ori-Ult fliegt zum Glück da hinten rein. Aber wenn der da nochmal ein Schild durchbekommt. Okay. Doch, kriegen wir hin. Oh, puh. Hey, nice. Units, die wir spielen. Direkt Triple Enchanter. Ich stelle gerade nur gegen diesen Schelle-Typen auf, ne? Aber wieso spiele ich nicht gegen den? Ich brauche noch ein AP-Ding. Ich habe noch absolut keine... Ah doch, ich habe jetzt Spear. Auf Seraphine, aber... Junge, meine Comp geht ja richtig ab. Ja, Kimmel kann ich jetzt mal verkaufen. Wir gehen für Level 8, right? Wir suchen Jace nämlich noch. Wobei wir unit-technisch halt nicht mal mehr was brauchen. Wir brauchen nur 8 Units. Ich könnte auch ein bisschen rollen. Ich spiele immer noch nicht gegen den Typen hier. Noch nicht einmal habe ich gegen den gespielt. Oh, das Sunfire-Ding gibt der Ori mehr Titan-Stacks. Das ist actually interesting. Also ich muss sagen, bis jetzt sieht meine Comp ziemlich decent aus. Oh, ich habe 3 Scholars. Ich könnte jetzt... Danke dir für dein Twitch Prime, ist mehr kostenfrei. Der Scarab ist useless, ne?
Oh, warte kurz. Wir können jetzt uns hier AP holen für Morellos. Ah, nein, können wir nicht auf der Jenna. Dann haben wir Jenna. Das funktioniert nicht. Also Bramble. Bramble mit Zillion wäre das Play. Ansonsten Träne. Na, ich gehe mal ein bisschen reinlacken. Oh, nice. Ja, wir können einen Innovator austauschen. Und zwar den. Und dann können wir die austauschen mit dem. Dann kriegen wir Spear hier rauf. Titans of Zag. Verkaufen Vi. Kriegen die auf 2. Oh, jetzt spiele ich gerade gegen Schelle. Ja, das sieht ja mal gar nicht gut aus, ne? Hm. Ja, ich glaube, es war ganz gut, dass ich so lange nicht gegen den gespielt habe. Nee, mit, okay. Gain a Chemtech's Emblem and a Zag, lol. Gain a random completed item selling champions breaks apart. Das ist eigentlich ganz geil. Okay, was wir machen wollen, ist jetzt 5er Innovator zu spielen. Und dafür müssen wir so machen. Und jetzt die Frage, was wir aufgeben dafür. Maybe den Clockwork. Das sieht ja mal gar nicht gut aus. Wobei, geht sogar noch. Wait, ich gewinne das vielleicht sogar. Nee, gewinnen tue ich es nicht, aber ich verliere zumindest nicht so hart. Ja, Uri-Brau muss ich noch reinmachen. Ich habe erstmal noch gar keine Uri. That's a problem. Ah, ich habe ja Zeit. Also ich bin 69 Leben, ne? Ich brauche hier nichts rushen. Ich habe Rapid Fire Cannon. Wenn ich jetzt, also hier muss ich jetzt gucken, welche Items ich bekomme. Hatte Kai heute schon frei? Boah, ich glaube, das ist zu früh. Ich glaube, Kai muss gerade noch arbeiten. Aber ich glaube, der wird noch frei kriegen. Oh nice, wir haben schon mal AP. Und wir haben nochmal AP. Oh, wir kriegen die perfekten Items. I like that. I think Motomoto likes you. Oh yes, baby, let's go. Ah, das Ding ist, Seraphine möchte ich hier nicht raufstellen, weil die halt immer schräge Ults machen sollen normalerweise, ne? Also, ich gehe für die Items. Ohne drüber nachzudenken. Weil hier jetzt eine Ult durch ist halt absolut juicy, ne? Ja, ich habe so viel hier. Crazy.
Nice. Und rausgekickt. Ah, Moyuki, man... Oh, warte mal. Man findet es einfach relativ gut heraus, wenn man sich Sachen dazu anguckt, ne? Ein bisschen Content anschaut. Dadurch kriege ich Chemtech wieder rein. Hiermit kriege ich Clockwork rein. Clockwork ist deutlich, deutlich stärker. Das wiederum bedeutet auch... Oh, warte mal, damit bekommen wir Attack Speed. Sehe ich gerade. Wenn wir das beides verkaufen, kriegen wir Attack Speed. Durch unser Ding, was wir halt ausgewählt haben. Unser Augment. Oh shit, Gangplank. Shredded hier ordentlich. Uiuiuiui. Mhm. Ja, ich brauche Jenna. Nice. Oh, ich verkaufe das mal. Hiermit hätte ich jetzt Last Whisper und Titans Resolve. Ich brauche Jace noch unbedingt für Dingsens, ne? Damit kann ich Banshees bauen oder ZZ Rod Portal oder Sunfire. Mit Sunfire hätte ich dann auch Last Whisper oder Rapid Fire Cannon. Das ist wahrscheinlich auch das Beste, oder? Flatsch, grüß dich. Oh shit. Blue Buff, ich muss ein Tank-Item nehmen. Oder? Muss ich das? Ich könnte auch Shojin Orianna nehmen. Archangel. Ich nehme, glaube ich, Archangel. Ist in meiner Comp, glaube ich, einfach gut. Ah, let's see what we got here. Ah, ich hätte überlegen müssen, was ich mit dem Break, mit den Items machen kann, wenn ich die auseinanderbreche. Oh my freaking Lord. Oh, das ist eine Bramble West jetzt auch noch. Hand of Justice. Oh, ich habe 6 Innovator. Ja. True. Ich kann ja auch gar nicht mehr haben, ne? Ezreal ist useless. Ezreal kann ich noch austauschen. Für den gerade, das bringt mir auch nichts. Hiermit kriege ich noch Scrap. Ich könnte Level 9 gehen. Ich glaube, Level 9 wäre actually... Ich glaube, Level 9 ist, glaube ich, einfach das Beste. Ich muss mal kurz überlegen, was ich noch machen kann. Hand of Justice? ZZ Rot? Gott.
Warte mal. Mit dem kriege ich ein BF und eine Träne. Mit dem BF kann ich natürlich halt auch wieder andere Sachen machen, ne? Aber Spear ist schon gut auf Ori, right? Dann gehe ich Spear. Und das. Dann baue ich das hier noch. Mache ich, glaube ich, so. Wobei ich eine Uri 2 finden sollte, ne? Das wäre actually wichtig. Oh, der Heimerdinger vorne. Ich hoffe, der stirbt noch. Sieht aber gerade nicht so gut aus. Jetzt spielt der irgendwie die gleiche Comp wie ich. Ne, der spielt Yordle. Aber irgendwie sieht es auch besser aus. Okay. Shit, man. Und jetzt muss ich mal gucken, wo die Leute ihre Carry-Leute haben. Naja, alle auf der rechten Seite trotzdem. Soll ich jetzt einfach... jetzt habe ich natürlich einen Djinn 2. In der Theorie kann ich den hier für einfach reinpacken, weil er einfach die bessere Unit ist. Ich glaube, Scrap... Na gut, Scrap shieldet schon noch, ne? Ich glaube halt auch eher leider, dass ich keinen Djinn will. Wobei ich halt Clockwork gehen kann. Was will ich denn mit meinem 9. Slot machen? Ich könnte Yumi reinmachen, dann kriege ich noch einen Scholar und dann könnte ich noch eine Scholar-Unit reinstellen. Mit Lissandra. Ja, ich verliere ja einfach. Das ist ja ziemlich traurig. Oh, Ori ist wichtig. Oh, warte mal, ich bin fast tot, hä? Oh, sie ist noch mit reingekommen. Oh mein Gott, ich wusste gerade nicht, welche Unit ich verkaufen möchte. Ist auf jeden Fall ein deutliches Upgrade. Maybe reicht's. Ja, sieht gut aus. Nice. Was kann ich denn jetzt gerade noch finden? Ich kann Tarik noch auf 3 kriegen. Ich kann Jace noch finden. Seraphine 3 wird's nicht mehr. Oh mein Gott, auf wen kann ich denn noch Items packen? Gunblade, Morello. Ich glaube, ich nehme einfach erstmal Blue Buff mit. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, wen finden will ich finden? Ich will Tarik finden, right? Ich hätte für Dingsens rollen sollen. Für Tarik einfach. Das wäre, glaube ich, das Beste. Für Tarik und Jace. Mal gucken, ob ich es trotzdem schaffe. Das sieht doch gerade gar nicht so schlecht aus. Oder? Oh doch, das sieht gar nicht so gut aus. Doch, das sieht gar nicht so schlecht aus. Wieso ändert sich das Ganze die ganze Zeit? Nice, okay, okay, okay. Noch eine Runde gewinnen. Nice. Nice. Ja, was kann ich noch? Was kriege ich noch hin? Ich rolle alles für Tarik, right?
Braucht der noch irgendwas? Oh, der hat jetzt Vega 2. Hey, das ist Tarik 3 noch. Auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, besser wird's nicht, ne? Ich glaube, besser wird's nicht. Okay. Ich habe ein bisschen Angst um den Vega, bin ich ehrlich, ne? Oh, die müssen beide noch eine Ult rausbekommen, dann gewinne ich, jo. Oder? Ja, diese Vex ist so tanky, aber nice. Erste Runde an diesem Morgen. Und es ist einfach wunderbar. 5er Inno, 4er Skular, 3er Socialite. Das schmeckt. Es schmeckt. Es schmeckt aber richtig, meine Freunde. Ja. Geile Nummer. Arschgeile Nummer, würde ich sogar sagen. Nice, wir sind wieder promoted. Ja gut, vielleicht hatte ich auch am Ende des Tages noch ein bisschen Reroll-Luck. Ja. Aber ich hatte auch echt verdammt viele Items, ne? Wobei, gut, wenn ich mir den mal angucke, der hat halt genauso viele Items gehabt. Arschgeile Nummer.